das ein Tormann von Martin Moormann. Ein tolles Ding, aber der Reihe nach. Wir schauen erstmal auf den Spielverlauf. Dieses Spiel sind wir Ihnen noch schuldig vom gestrigen Abend. Manchester United ging in Führung mit 1:0 durch Dylan Hogewerf, niederländischer Junioren-Nationalspieler, der ist von Ajax Amsterdam aus der Jugend rübergekommen zu Manchester United. Und für so einen wird dann im zarten Alter von 18 auch schon eine Ablösesumme von ja, einer Dreiviertelmillion ungefähr gezahlt. Warum, hat er hier ein bisschen angedeutet. Also 1:0 für Manchester United. Das ist Mark Helm, der hier schon sein drittes Turniertor erzielte. Mittelfeldspieler. Ja, mit einem guten Abschluss haben wir im Laufe des gestrigen Tages also schon mehrfach erleben dürfen. Mark Helm mit dem 2:0 für Manchester United. Das war für den Moment ein eher überraschender Spielverlauf, denn die Wiener haben uns hier gestern schon ziemlich überzeugt, überhaupt in den letzten Jahren. Rapid Wien in den letzten 4 Jahren dreimal mit dabei hier in Sindelfingen und bei allen 3 Teilnahmen auf dem Treppchen gelandet. Und sie verkürzten auf 1:2 Enes Tepecik mit dem Tor. Also Anschlusstreffer für Rapid Wien. Die Wiener bis dahin mit 2 Siegen und einem Unentschieden gegen Frankfurt. Und nun kommt der Moormann. Achtung, was für ein tolles Ding. Kurzer Blick auf die Bank. Und dann waren wir ein bisschen spät dran, aber Gott sei Dank gibt es die Zeitlupe. Der Kapitän Martin Moormann mit diesem herrlichen Tor zum 2:2, der Magier dieses Hallenturniers. Achtung, hier die Vorarbeit und dann Moormann mit diesem Zauberding. Ein klasse Tor, das Schönste bei diesem Turnier. Man erinnerte sich an Sinan Kabaina, der hat hier vor 2 Jahren auch ein ganz tolles Ding erzielt. Eines der schönsten Tore vielleicht jemals bei diesem Turnier.